Ja. Also wir machen jetzt aber nochmal ganz neu oder was? Oder Ja. machen wir. Ja. Ich weiß nicht, wie weit du schon gespielt hast. Nein. Nein. Ich habe gar nicht weit gespielt. Ich kenne den Anfang grob, aber wirklich gespielt habe ich nicht. Nein. Okay, dann könnte es ja spannend werden. Das war die Intention dahinter. Nicht so wie bei Dark Souls, du wirst da gleich sterben. Ja, warum? Ich weiß das. Ja, quasi. Japan Studio. From Software. Offline. Ah, ich glaube, du stehst jetzt auf Online. Jetzt frage ich mich gerade, das Markierte ist offline? Ja, das blinkt. Okay. Ein Spiel. Helligkeit anpassen. Ist Mann sichtbar und Bestie unsichtbar. Achso, Bestie ist rechts. Zieh mal einen nach unten. Wird schlechter. Bleib mal bei 5. Ja, 4. 4 sollte reichen. Hauptsache nicht. Ich habe keine Ahnung, lass einfach mal so. Ich meine, das kann man nachher bestimmt auch noch ändern. Ja, ich hoffe. Ja. Nein, das ist am Anfang jedes Spiels, dann musst du so spielen, du hast keine Wahl. Oh, ja. Bleichblut. Tja, ihr seid am richtigen Ort. In Yharnam wird Blutbehandlung praktiziert. Ihr müsst nur ihr Geheimnis enthüllen. Aber wo soll ein Fremder wie ihr nur beginnen? Dazu sollte etwas Yharnam-Blut in euch fließen. Doch zuerst kommt euer Vertrag. Sehr creepy, ey. Ein wenig. Aber irgendwie, das reflektiert ein bisschen. Nicht ausmachen. Ja, das ist wahrscheinlich dann zu dunkel. Ah, das ist halt sehr düster. Du hast keine Standlicht oder irgendwas, ne? Du kannst... Das ist das, was auf jeden Fall... Das ist nur das eine der beiden, was halt ein bisschen... Ne, das da. Naja. Wir sind auch neu, das ist das Problem. Ja. Ich bastel mir schon mal. Ja, bastel du schon mal. Ich wollte gerade sagen. Namen eingeben. Ja, danke, ich wollte gerade sagen. Hallo. Was geht? Da ist größer, ja. Ja, okay, auf jeden Fall schon besser. Oh, ja. Das ist wunderschön. Das hat die Reflexion ganz unten links. Die davor oben rechts war. Hä? Ach so. Auf dem Bildschirm? Ja, auf dem Bildschirm. Aber ich glaube, das ist trotzdem besser, als wie es davor war. Echt? Ja, männlicher Alter. Ich fand es jetzt aber schon mal interessant, dass die Cutscene und alles nicht nur deutscher Untertitel, sondern auch deutsche Sprachausgabe. Das stimmt allerdings. Das ist nicht, bei aus Dark Souls Games kenne ich das nur mit englischer Sprache. Was ist das bitte? Ah, guck mal, deine Stats verändern. Ja, yeah, ich weiß. Unglückliche Kindheit, dadurch sehr belastbar. Ah. Was sie? Blutechos, Vitalität, Ausdauer ist dafür krass hoch. Das sind alle Attribute. Normal glückliche Kindheit. Leben voller Gewalt. Unbedacht, aber stark. Ich weiß nicht, spielen wir Geschick? Perfekt geeignet für Detektivarbeit oder Wissenschaft. Kriegserfahren, ein Soldat mit Stärke und Geschick. Noble Abstimmung. Er hat Geschick und Blutfärbung. Grausame Schicksal. Ich habe keine Ahnung, was Blutfärbung ist. Ich weiß, was sind Blutechos denn? Was ist das? Das ist das Äquivalent zu den Seelen, wahrscheinlich wie viel mit wie viel Seelen. Ein Nichtsnutz. Das ist quasi wie bei Dark Souls. Der Bettler. Ja. Du startest viel weiter unten, hast aber am Anfang davon halt gar nichts. Ich bin jetzt entweder für. Weil das ist schon ganz anders. Wobei das immerhin auch noch Geschick auch schon auf 13. Das professionell hatte relativ hohes. Professionell hat das höchste Geschick, ja. Jeder, das war eigentlich ein ganz Militär, war eigentlich ein ganz guter Durchschnitt. Arkan, der hat halt gar nichts mit Magie oder was, ist vermutlich mal am Hut, ne? Aber hat überhaupt irgendeiner? Arkan? Ja, der halt. Grausames Schicksal. Ja, aber, naja. Ich weiß eigentlich, was Blutfärbung ist. Und du hast mich, ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt. Das sind auf jeden Fall schon mal auch. Wir machen das. Ja, mach mal einfach mal was. Aussehen. Ach du. Du.
Ja. Sieht dir eine Frau aus? Ja, eine Frau. Ja, auf jeden Fall. Der Typ sah eh schon scheiße aus. Ich sehe jetzt voll den Unterschied nicht. Warte mal, wir müssen mal auf ganz alt machen. Ja, okay. Das sieht man wiederum. Das sieht man. Lass uns mal auf. Wobei irgendwie, nee, doch, das sieht man wohl. Lass uns mal auf hier. Stimme. Wir sind jung. Wir haben aber eine erwachsene Stimme. So. Kriegen wir Probe hören? Nein. Ja, leider nicht. Standard, was immer. Moment, großer Kopf. Ah, oh, das war diese. Das Gehirn ist wohl sehr groß. Geiler Bescheid. Kleiner Kopf. Okay, fangen wir mal oben an. Dünn. Sehr schlanke. Kräftig, sehr kräftig. Wow. Kräftiger Oberkörper. Oberkörperlastige, muskulöse Figur. Nein. Lass es mit dünn. Oder mit einfach mit dünn oder Standard gehen. Machen wir Standard. Größe anpassen. Kopf. Ich würde sagen, wir lassen es einfach. Dann sind wir morgen noch dran. Ne? Ja, ich weiß nicht, was man da jetzt noch groß alles einstellen möchte. Basishaftung, das ist ja noch was. Gott sei Dank, man muss ja alles sehen. Das geht halt hier mal gar nicht. Ja, ja, also vor allem, dass die Farbe auf der Palette. Das ist das Beste. Die Farbe auf der Palette ist definitiv. Geht ja einmal vergleichen. Das ist definitiv. Ja, aber absolut gut, weil die ganzen Farben auf der Palette an. Das ist so Panne. Ja, jetzt werden wir Vampir oder was? Ja, aber auch gedacht. Nee. Das ist ja noch fast normal. Ich will das Gesicht. Okay, das kommt bestimmt noch. Ich finde, die Frisur passt überhaupt nicht. Nee. What the fuck? Also wenn du auf der Palette einfach keinen Unterschied siehst und einer umstellst und auf einmal so. Und einfach so buff. Auf einmal ist es schwarz. Sieht einfach scheiße aus. Wir machen jetzt irgendein. Nee, also was hast du dunklere schon noch. So. Ach, das ist du. Ach, okay. Nee, okay. Dann fangen wir jetzt nicht an. Aber Gesichtsdetails kommen aus dem Wesen. Gesichtsvorgaben. Das ändert auch noch die Hautfarbe. Willst du mich. Ey, das sieht aus wie ein Mann. Ein bisschen, ja. Ein bisschen sehr. Ich will was Weibliches. Und das ist immer nur mit. Naja. Was sind das für Vor. Die sieht ja wenigstens vom Gesicht her noch ganz okay aus. Mhm. Ist mit unten das letzte. Mhm. Sieht auch komisch aus. So. Nein. Die unten sieht vor allen Dingen mürrisch aus. Das passt überhaupt gar nicht. Wenn du mit so einer Einstellung an diese Spur angehst, dann ist das ja wahnsinnig. Oh, das ist nice. Ich sehe schon. Ach Gott, Leute. Wir gehen mal direkt zu Haare. Ah. Da sind wir mal an dem Punkt. Ich kann nicht genau erkennen, was diese Frisur darstellen soll. Frag mal nach dem Pottschnitt. Okay, von vorne sah schlimm aus. Das ist schon eher der Pottschnitt. Wow. Mein Gott. Ich hab mich schon in Dark Souls immer abgefragt. Die sehen auf jeden Fall besser aus. Ach doch, genau. Ach, das passt eigentlich sogar eher noch fast zu der. Ich will eigentlich was Längeres. Nein. Nein. Ja. Wow, nein, das war zu schnell. Sind wir bei einem ganz kurzen Frisuren angekommen? Ja, aber gleich so. Okay, also das heißt, es bleibt ja eigentlich nur. Dann finde ich schon eher das eigentlich. Ja, hast wohl recht, das ist auch kack. Oh, das da drüber. Ja, das geht eigentlich, weil, warte mal. Das war das andere. Das war. Ja, das ist doch. Ja, das können wir machen. Das können wir machen. Aber ich will noch eine andere. Jetzt muss ich das ernsthaft darüber machen? Das gibt's nicht. Weißt du, für alles haben sie Paletten, die eh nicht funktionieren. Ah doch, Moment, Palette anzeigen. Clever. Man muss nur motzen. Ja. I don't feel like. Weiß ändert zu sehr ein Witcher. Mhm. Na gut, das sieht auch nicht riesen aus, ne? Von der Farbpalette. Ja. Dornchen.
Was sind damit? Ich weiß nicht, rein theoretisch könntest du ja über die Palette blaue Haare machen. Dann muss ich aber aus der umstehenden Regler rein. Ich also sagte, Moment. Du könntest. Moment. Oh, ich hab dich herausgefordert. Ist schon mal blau. Ist jetzt die Frage, was für ein Blau du haben willst. Natürlich, ne? Definitiv Neonblau. Neonblau? Du hast auch sonst nichts zu tun. Warte mal, wir machen Rot ganz raus. Das sieht irgendwie ein bisschen aus wie so eine... Ich komme gerade nicht drauf. Hatte was vom karibischen Meer. Mhm. Also. Jetzt kommen wir der Sache aber schon näher. Ja, das ist definitiv Neonblau. Du hast Neonblau, du kriegst jetzt Neonblau. aber actually, in Bloodborne wird man ja nicht hollow. Ja, okay, dann macht es ja sogar Sinn, dass man... Ja, weil das war ja schon sein Dark Souls. Du hast ja einen Charakter erstellt ewig lang und bist eh 90% des Spiels. War scheißegal, weil du eh da, genau, richtig. Und die anderen 10% hast du einen Helm getragen. Aha, und du hast dich dann gefragt, warum hast du dir eigentlich so viel Mühe dafür gegeben? Aber man kann auch noch... Aha. Die Weil du suchst ja, auf ihr Kinn. Was ist das denn für Scheiß? Auf ihren Hals. Das ist überhaupt nicht sinnvoll, wenn du die Haare berührst. Die atmet. Ja. Ich habe mich gerade gewundert irgendwie. Aber... Lass sie atmen. Entschuldigung. Nee, es muss schon was dunkel. Das ist sehr heller. Moment, was muss ich denn da reinmischen, wenn ich... Jetzt wird's lila. Scheiße. Ja. Oh, keine Ahnung. Da bist du mit drüben. Ja, das Grüne hat's wahrscheinlich immer gemacht. Ja, ich finde, das ist eine tolle Haarfarbe. Wunderschön. Ja, lass mal jetzt auch so. Das sind wir nämlich ewig dann. Ja. Braun. Hat die braun? Die hat braun. Wow. Ja! Was sind jetzt denn? Oh Mann! Ja, das sieht auch scheiße aus. Irgendwie passt das schon. Ja, okay, das ist jetzt Sinn. Muss ich die jetzt auch mal blau machen? Nee, das mal. Okay. Nee. Das ist einfach so. Sie hat gefärbte Haare. Punkt. Wimper. Gott sagen, das sieht man. Ich sehe das nicht mal. Okay, das sieht man. Das sieht man. Ja, okay, komm, du bist eine Frau, du darfst Wimpern haben. Okay, nee, das... Ja, nein. Einfach nur... Nein. Okay, was haben wir noch? Pinselgrößfarbe. Ich möchte eine Palette machen. Oh, da gibt es Neonblau. Weiße? Da gibt es Neonblau. Das... Also, so weit ist das von Haaren gar nicht weg gewesen? Nee, das ist ziemlich nah dran. Ey, ich bin gut. Ja. Größe der... Ja, okay. Was soll ich denn für ein Krüppel damit erstellen? Größe, rechte Pupille, Farbe, rechte Pupille. Grün, blau, ach du Scheiße. Oh, cool. Tätowierung? Wo? Ich will nicht im Gesicht. Gehen wir woanders tätowieren, bitte. Nein. Ja, okay, komm. Was gibt es denn hier? Vor allem, das ist auf der Seite, wo die Haare jetzt hängen. Das ist kacke. Kann man, Moment, man konnte doch die, glaube ich, auf die andere Seite ziehen. Habe ich das gerade richtig gelesen? Rein theoretisch müsste das ja gehen. Moment. Nein, wo ist das da? Links, rechts, da. Nicht oben. Schön auf die Nase. Mhm. Wobei das beschiss ist, die dreht sich jetzt nicht, die Narbe. Ich muss sagen, ich finde ja solche Charakteranpassungen immer relativ cool, wo du das frei rüberziehen kannst und so. Das auf jeden Fall. Das ist schon richtig geil. Allerdings ist die Frage, wie sinnvoll das bei Bloodborne ist. Weißt du was? Da war doch jetzt nichts, ne? Ja. Nee. Zumindest sehe ich nichts. Ich auch nicht. Eine Brille braucht sie nicht. Braucht sie eine Brille? Es gibt zwei Brillen. Okay, Moment. Das wird nicht besser. Händen wir noch. War schon fast cool.
Wir bleiben bei dem Fass, bitte. Oh, an wen erinnert mich die Art, diese geschwärzte Brille denn? Hab ich aber auch gerade gedacht. Wow. Okay, Leute, wir nennen das. Das ist more... Alter. Creepy, ist das denn für ein Kram? So, wo kann ich denn jetzt auf... Okay? Irgendwie? Nochmal zurück musst du, glaube ich. Ja. Als Favorit sprechen? Nee, ich glaube nochmal zurück. Ja. Ich traue mich. Und dann und noch abschließen. Wie? Irgendwie sieht sie so trotzdem... Okay, was ist das Angezogene gerade? Da kann sie ja nichts dafür. Ja. Wir haben die Charaktererstellung überlegt. Ein Tropfen Kaltblut mit Blutechos darin. Daraus können Blutechos kommen. Okay, ich muss zu allem einfach nur die Äquivalente von Dark Souls finden, habe ich gelesen. Dann ist alles easy. Das dürfte also diese Seelen sein, diese Seelen eines verlorenen und Botenzylinders. Botenzylinder. Ein Zylinder macht jeden Gentleman. Das dachte ich auch, aber das war gerade so schnell weggeblendet. Ich habe den letzten Satz nicht mehr hinbekommen. Ja, aber wir werden wohl häufig genug in Ladebildschirmen verbringen, glaube ich. Ach, Optimist. Ja, gut. As always. Gezeichnet und versiegelt. Du siehst immer beginnen noch wir nun mit der Transfusion. Oh, nur keine Sorge. Was auch passiert, ihr werdet das alles für einen bösen Traum halten. Sonst fühle ich mich gleich besser. Der Typ ist cool. Haha, ich glaube, du hast den ersten Gegner. Aber du darfst rennen. Ach du, aber ist das ja am Anfang anders bei dir gewesen? Ich habe noch nicht gespielt. Ach, du hast noch gar nicht gespielt gehabt? Nein, deswegen musste ich ja vorher noch Updates machen. Ach so. Vielleicht ist das aber auch... Okay, vielleicht verbleibt er auch. Ja, ich würde sagen, ich bin unantastbar. Das glaubst du wohl selber nicht in diesem Spiel. Doch, ich laufe einfach nur durch und die Viecher greifen mich an und denken dann. And who the fuck are you? And you? And you? Wir können uns definitiv darauf einigen, dass sie nicht hübsch sind. And you? Ja, okay, Leute. Das möchte ich auf meinem Krankenbett auch nicht erleben. Ah, ihr habt euch eine Jägerin gesucht. Ah, ja. Oh, ich kann mich bewegen. Nein, noch nicht. Ich kann mich bewegen. Jetzt kann ich mich bewegen. Hey! Achso, wenn ich was da gehabt hätte, hätte sie es jetzt gezogen. Was hast du gedrückt? Viereck? Viereck. Das dürfte wahrscheinlich trinken sein. Das könnte sein. Ah, das ist zurückspringen. Ich nehme mal an, wenn ich laufe, kann ich eine Rolle machen. Ja. Dark Souls? Dark Souls ist gut. Das ist aber dasselbe. Okay. Normalerweise wechselst du deine Waffe auf Dreieck. Ja, auf ja. Viereck trinkst du. Und X ist alles, was es mit Interaktion zu tun hat. Okay, das war, du hast recht, mit dem starken Angriff. Das ist halt noch was auch immer. Interesting. Interesting. Ja, okay, Leute. Hier würde ich sagen, hier ist eine Tür. Das hab ich doch. Einen Moment, ich bin schon auf Xbox. Das war eigentlich das Xbox. Ah, ja. Aber. Scheiß Kamera. Wie geht man nicht so schnell? Wenn ich sterbe, dann sterbe ich langsam. Oh, ist das für ein Flair viel besser. Wenn ich hier so reintappe, da ist irgendwo so ein Buch. Das dürfte ein Hinweis. Lol. Diese Viecher. Ah, okay. Angriff rechte Waffe, Angriff linke Waffe, halt so wie bei Dark Souls. Nur soweit ich weiß, hast du ja in deiner Offhand eine Pistole nachher. Was möchtest du mir mitteilen? Ziel anvisieren. Rechts das, ne? Drücken. Ja. Oder zentrieren nach vorne allgemein. Ja, wenn du halt nichts zu anvisieren hast.
durch. I feel like there's an enemy. Oh, der ist aber schon low. Ja. Hat schon vor, ja, wahrscheinlich eben. Das ist der, der verbrannt ist. Angebrannt. Oder angebrannt. Hi. Ey! Was treibt das? Ja, okay, Leute. Keine Waffe, einfach kein Schaden. Ich sehe. Könnte daran liegen wahrscheinlich, dass du keine Waffe gehabt hast. Das könnte durchaus sein. Aber da gab es ja auch noch keinen Augenblick. Ne. Vielleicht muss ich auch einfach an ihm vorbei. Er war ja da erstmal noch beschäftigt. Nein, musst du nicht. Ich weiß ja, was... Komm, du kriegst jetzt erst eine Waffe. Du musst sterben. Ach, ich muss sterben? Ich wollte ja schon sagen. Das wäre sonst. Ist das in der Theorie möglich? Das hätte man mal testen. Rein theoretisch müsste ich das. Weil das dauert halt aber Ewigkeit. Du machst ja Schaden. Mhm. Du machst nur unglaublich wenig Schaden. Rein theoretisch müsste es möglich sein. Okay, wir starten jetzt neu und versuchen das so lange. Nein. Sitzt mir zu lange dran. Ja. Da kommst du jetzt. Wow, wer bist denn du? Eine Falle lassen. Nochmal? Schade, ich dachte, das funktioniert. Ich glaube, da kommt nicht mehr. Nein, offensichtlich. Also Anstand von Yama an einem ausgewählten Ort in Yama. An der Oberfläche. Erwachen? Ah, ich glaube, das ist das Reisesystem. Gehen wir auch mal zurück. Wir wollen ja erst eine Wache machen. Erstmal wollen wir überhaupt hier irgendwas machen. Das ist. Das sind Hinweise, soweit ich weiß. Geschenk. Ja, eine Feuerwaffe an. Okay. Dann ist wahrscheinlich das da. Ja, okay. Jägerpistole und Jägerdonnenbüchse. Warte, was heißt das? Ist. Was ist denn der Wert? Blut? Vermut. Moment, da Blutangriff 70, Blutangriff 20. Haltbarkeit ist höher bei der anderen halt. QS-Kugeln. Das ist der einzige Unterschied. Die Haltbarkeit ist höher, dafür macht ihr aber weniger Schaden. Verstehe ich das jetzt zumindest mal? Mhm. Ich weiß nicht. Wir nehmen mal die mit mehr Schaden. Ja, hätte ich auch gesagt. Ich nehme einfach mal die Jägerpistole. Okay, so. Gehen wir dann einen Schritt zurück. Ich glaube, der wollte dir... Da, der will dir, glaube ich, eine Waffe andrehen. Bieten dir eine Trickwaffe an. Okay, Hackbeil. Sägehackbeil, Jäger... Axt. Wunderstock. Ist auch wieder dasselbe, ne? Haltbarkeit. Nee, aber da müssen wir jetzt schon ein bisschen auf die Attribute achten. Gehen wir nochmal einen. Ach, da unten, ich sehe es. Attributanforderungen. Vor allem der Attributsbonus. Ja, okay, geschickt ist der gewundene Stock. Ach so, Moment, was ist jetzt wieder das Beste? A ist das Beste? S ist das Beste. S ist das Beste. S, aber A, B, C, D, E. Okay, also auf Geschick. Skaliert das. Hat das am besten von den Sachen, ja, ne? Ja. Genau. Das eine dürfte wahrscheinlich eine langsame Stärkewaffe sein, wahrscheinlich die Jägeraxt. Ja, sieht zumindest so aus. Das andere ist wahrscheinlich so ein Mich-Ding. Mhm. Bisschen schneller wahrscheinlich, aber trotzdem stärker. Na, also nehmen wir jetzt mal. Gewundert. Wir eh mit Attributen. Ja. Das ist das. Ach, wahrscheinlich muss noch ausrüsten, ne? Ja, wahrscheinlich. Oder kommt der nochmal, ne? Ne, ich glaube nicht. Jetzt ist halt die Frage, wie. Gehen wir versuchen, rechts oder links den? Einen von beiden. Inventar. Das sieht doch ganz richtig aus. Moment. Waffen. Gewundener Stock. Ausgerüstet nehme ich mal, wenn das da oben markiert ist. Und dann wahrscheinlich rechts davon, oder zwei rechts davon. Irgendwas davon müsste offhand sein. Da. Linke Hand. Ja. Ja, mehr haben wir noch nicht. Tracht. Schnellgegenstände. Achso, das ist wahrscheinlich nachher für die Tränke oder was auch immer man noch benutzt. Ah ja, jetzt habe ich es auch in der Hand. Das ist alles klar. Was hast du gerade gedrückt? Das. Der hat die Waffe gerade verändert. Oh, nice. Interessant. Das ist also dann quasi auf Range, ne? Zumindest more Range. Also, du hast. Das ist auf jeden Fall mehr Range. Du hast den starken Angriff auf der linken Seite gedrückt oder den schwachen? Nee, den oberen einfach nur. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe. Was ist denn? Ah, hiermit. Das ist Pistole. Ganz unten. L2.
Und L1 ist halt die Waffe. Morphin. Ja. Ja, okay. Ja, okay, da kannst du auf jeden Fall dir erstmal die Gegner vom Leib halten. Das ist halt dann. Ist eigentlich ganz cool, aber hier ist noch was. Ein Notizbuch. Ja, okay, das ist quasi. Dadurch, dass wir offline spielen, haben wir halt. Ja, eben. Oder das nicht. Ja, okay. Dann gucken wir mal, wie schnell ich sterbe. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir gehen dann mal wieder. Ja, wir haben Waffe. Aber du könntest ja noch rein theoretisch gucken, ob hier irgendwo anders noch was ist, aber. Ja. Aber zumindest haben wir eine Waffe. Ah ja. Okay, Steuerung ist bisher so wie in Dark Souls. Ja, okay, wir haben halt jetzt nur einen. Ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt. GP sind. Gold. Quecksilber. Ne, aber ne. Quecksilberkugeln benutzen wir, wenn wir schießen. Ja, aber wobei, habe ich irgendwie eine Anzeige, wie viele ich habe? Da oben links, unter den. Ist, das ist die Anzahl? Ja. Ja, okay. Das untere sind die Quecksilberkugeln und das obere sind die Blutviehungen. Quasi das Gegenstück zu den Estes. Obwohl nicht ganz, weil die sich halt nicht wieder auffüllen, die müssen halt droppen. Ehrlich, genau. Ich sehe diese Teile nur. Die kommen ja auch erst aus dem Boden, wenn du. Ja, manchmal leuchtet das ja vorher zumindest noch so. Okay. Das ist also die Währung dann, wie die Seelen vermutlich. Ja. Die GP. Die Kugeln dann. Spezialkugeln. Nee, besonders nur für die GP erneuern. GP scheint unsere Lebenspunkte. Das heißt, du kannst Lebenspunkte opfern, um Quecksilberkugeln zu haben. Aha. Was war das jetzt eben? Nach oben, ne? Ja, nach oben fällt das doch. Gut, da ich keinen Live-Rack im Moment habe, werde ich das nicht machen. Aus dem. Ja, wir haben ja keine Blutführung, ne? Genau, das sind die Altäre für. Kelch, der Kurzritual, Wurzel für Rituale. Du hast so random Dungeons. Du kannst so mit verschiedenen, wenn du bestimmte Bosse gelegt hast, kriegst du Items oder so, und dann kannst du so einen Kelch herstellen. Damit schaltest du einen Dungeon frei, der teilweise random zusammengestellt wird. Die sollen halt Abwechslung bieten. Okay. Also, das sind die ganzen verschiedenen hier, nehme ich mal, die man dann nachher freischalten kann. Letzter. Das nehmen wir mal fast an, das ist auch so. Yep. Na gut, das war auch mal einfach so. Kann ich irgendwie springen? Wenn es genauso ist wie früher, mit während du rennst, linker Stick drücken. Das ist. Nein. Dann halt nicht. Ich kann auch sagen, dass ich gar nicht springen kann, außer rollen halt. Ich weiß nicht, ob sie es geändert haben. Keine Ahnung. Oh. Ich würde sagen. Darfst du dich jetzt nochmal mit dem Vieh anlegen? Vermutlich. Na dann, immer wenn jemand stirbt, wechseln. Ja. Bin ich jetzt fett, was weiß ich. Das zählt ab. Du bist gestorben. Ja, du bist gestorben. Du hast das Vieh nicht ohne Waffe gemacht. Bist du schlecht? I'm sorry. Next time. Next time. Mhm. Will ich sehen. Ich auch. Ich werde mich wahrscheinlich irgendwann mal ransetzen. Ja, das wäre echt mal ein Versuch wert. Ist die Lampe ein Gegenstück zum Leuchtfeuer? In den Traum des Jägers. Okay. Ja, ich nehme an, das ist ein Leuchtfeuer. Wahrscheinlich. Interesting. Ich frage mich jetzt nur, kämpfe ich besser so? Damit kannst du den wahrscheinlich besser auf Range halten als mit einem kurzen Stock. Warte mal, das war so. Nein. Ja, okay, wenn er mich noch nicht gesehen oder so hat, dann konnte ich zurückspinnen. Was habe ich jetzt gesagt? Achso, nein, das war zurückspinnen, genau. Ich dachte, ich mache mal ein bisschen Randale. Naja, er könnte ich noch nicht gehört haben. Eben. Ich wollte dich schon. Okay, ich glaube. Gehen wir nochmal an. Du benutzt das ja zum Kontern, die Pistole. Ja, wenn er quasi auf mich zuläuft oder was auch immer. Ne? Wenn er einen Angriffsmove macht, dann kannst du ihn sagen, oder? Holy shit! Das Vieh ist ganz schön stark. Ich mach ja gut, trotzdem schon. Ja, das kann man sagen.
vor allem, ich wusste jetzt aber auch gerade nicht, wie ich dem hätte dodgen sollen. Das Pferd hat irgendwie keine Animation oder irgendwas gehabt. Das hat einfach nur... Ja, mal gucken, wie gut ich mit dem... Klar. Ich sag einfach. Wahrscheinlich ist es doch besser im Nahkampf, weil das Vieh ja offensichtlich oder so an dich drankommt. Hab keine Ahnung. Aber das wirst du jetzt merken. Der Beschiss ist wohl die Kugel, die nicht voll. Ah, wir haben nur. Ich wollte gerade sagen, wir haben nichts verloren. Aber die Kugeln laden sich nicht auf, wenn ich mir das gerade anschaue. Nee, genauso wie Blutfiolen ja nicht. Wo. Ach, da oben, 235, ne? Das ist die Blutekos jetzt. Ja. Du hast was gedroppt. Lass mich! Geh weg, scheiß Fuck. Also, du kannst ihn untersuchen. Achso, und jetzt könntest du theoretisch. Jetzt könnte ich heilen. Leben. Ja. Beziehungsweise, du kannst doch trotzdem Leben opfern, um noch Kugeln herzustellen. Oder so. Also, ich muss das selbst bitte. Jetzt macht er wieder alles kaputt. Ja, ja, also, erstmal. Da ist so ein kleiner Typ links. Was sagst du mir? GP-R9 verwendet Blutführung. Ach, das ist. Oh, da. Ich werde jetzt jedes Mal, ich werde es voraussagen, im ich Fight ein Item benutzen, anstatt mich zu heilen. Weil es die falsche Taste ist. Da hast du den Vorteil. Du musst weniger Dark Souls gespielen. Das stimmt. Dafür, dass das hier eine Klinik war, kommen wir auf dem Friedhof aus irgendwie. Das ist interessant. Das war keine ich weiß ja auch nicht, in welchem Jahr das von etwa spielen soll. Falls es überhaupt in einem Jahr spielt. Ja, wenn es nicht Fantasy so, komplett. Das sieht so Renaissance-Industrie-Zeitalter schon aus. Oh, Zink. Oh, okay, ich dachte, Maximum wäre am Ende noch ein bisschen cool gewesen. Das hat ja schon mal. Das wird viel gestartet. Ja. Aber wetten die es zu? Ja, Tipp. Von einem Gerät verschlossen. Immerhin wird einem das jetzt gesagt und einfach nur verschlossen. Stimmt. Finde ich hier noch irgendwas? Ich vermute, du musst hier etwas finden. Oder kommst du durch das andere durch? Das hören wir jetzt. Also sehen. Durch eins sollte ich ja durchkommen. Das sehe ich gar nicht schlecht. Schaut's dir aus. Zentrum von Germa. Germa. Ja. Ein großer Zylinder. Vielleicht zu groß für uns. Ich warte auf diese typischen Gangs, wenn du dir versuchst, ein Item zu nehmen. Ja, dann wirst du von hinten attackieren und bist tot. Ja, oder von oben, oder von unten. Alles kaputt. Und du bist vergiftet. Schmetterling. Schmetterling? Dark Souls nicht so. Motten sind's, glaube ich. Ich würde sagen, du wolltest doch einen Gegner haben. Ich dachte nur, dass ich einen erwarte, nicht, dass ich einen habe. Das ist kein zu bedienen. Ich werde einmal das ausprobieren. Macht noch weniger Schaden, ne? Wenn ich den Fall durchgesehen habe. Oder er hatte noch zu wenig Life dafür, ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Aber die Rate ist definitiv höher. Ja, die ist deutlich höher. Achso, ich hab was anvisiert. Ich wollte gerade schon fragen, warum. Da liegt du, was. Aber das ist natürlich cool, dass du was anvisiert. Kannst du das dann weißt du direkt, dass da ein Gegner ist? Du willst du umschauen? Nee, hab ich dann auch gedacht. Ach, was da und jetzt? Okay. Okay. Du hast vorhin natürlich sehr nett. Ich will das wirklich mal sehen, so. Wenn er jetzt von dieser Kette einfach so nach. Ja. Dock. Dock, dock. Das war nie eine Kette. Ah. Irgendwann haben wir was gedroppt, ne? Oh, das kann man tatsächlich kaputt. Molotov-Cocktail. Okay. Gegenstand zur Feuerbombe. Ist das ein Hebel? Das sieht so aus. Da hast du dein Gerät. Oh. Und ich wollte wissen, ob man hier durchs Tor kann. Aber dadurch, dass dann eine Leiter ist, sage ich mal nein. Immer noch von einem Gerät verschlossen. Was mit der Tür? Okay. Sah nur schön aus. Sah nur schön aus, kann ich nicht sagen.